Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es um den Vollverstärker, den Audiolab 9000a. Und das ist ein recht neuer Verstärker von Audiolab, der in der neuen 9000er-Serie kommt, was dementsprechend bei Audiolab so die höchste Klasse, die Referenzklasse wäre. Und wie ihr sehen könnt, also rein designtechnisch ist das ein mega schlichtes Gerät. Ich finde, unauffälliger könnte es nicht sein, bis auf das Display muss man natürlich ganz klar erwähnen. Ich persönlich finde es sehr cool, denn es handelt sich um ein ähm, IPS LCD Farbdisplay mit 4,3 Zoll und ähm, ihr könnt hier verschiedene Einstellungen machen. Man kann wählen, dass einfach nur AudioLab da steht, man kann es auch komplett ausschalten, man kann digitale VU-Meter einstellen oder eben die für mich persönlich wunderschönen analogen VU-Meter was definitiv meine bevorzugte Einstellung ist. Das Einzige, was ich besser finden würde, ist, wenn die immer gleich ausschlagen. Also man, wenn man jetzt relativ leise Musik hört, dann bewegen die sich kaum bis gar nicht. Man muss schon deutlich über Zimmerlautstärke hören, dass sich da was tut. Das mag so richtig sein, aber ich würde rein die musikalische Bewegung den Ausschlag besser finden wie an die Lautstärke angepasst. Ansonsten handelt es sich, würde ich mal im positivsten Sinne behaupten, um, eine, um die Kategorie eierlegende Wollmilchsau, wie man so schön sagt, denn ähm, der hat so einiges an Bord und wäre ähm, für mich auf jeden Fall ein Kandidat, wenn ich ein All-in-One-Gerät suchen würde. Ja, einfach nur ein Gerät, ein Verstärker mit allem an Bord, was ich brauche, Lautsprecher dran und vielleicht noch Medium, CD-Player, Schallplattenspieler in meinem Fall und fertig. Keinen zusätzlichen Streamer, keine zusätzliche Phonostufe nötig, nein, alles in einem Paket. Da ist das einer der heißesten Kandidaten, wie ich finde. Dieser Vollverstärker hat 100 Watt bzw. 150 Watt. Er hat an Bord Bluetooth 5.0. Und das Ganze ist auch äh, Rune-tested, nennt sich das Ganze. Also, wenn ihr Rune benutzt, wurde hier ähm, mit Audiolab zusammengearbeitet, dass das Ganze dementsprechend sauber miteinander funktioniert. Er hat drei analoge Eingänge: einmal XLR, einen sogenannten Low Noise MM Phono-Eingang und äh, Low Noise steht wohl hier für äh, eine rauscharme Phonostufe die schon integriert ist für MM Tonabnehmersysteme und ich muss euch wirklich sagen das ist schon sehr vernünftig was da verbaut ist deswegen habe ich gesagt äh, all in alles in einem Gerät hier nicht zwangsläufig eine externe Phonostufe nötig sondern hier schon äh, was sehr solides an Bord hat USB 2.0 und zwei Coax SPDIF Digitaleingänge und einen Endstufeneingang. Er hat einen Vorverstärkerausgang, natürlich Lautsprecherausgang für ein paar Lautsprecher, einen Kopfhörerausgang und hat so eigentlich finde ich so ein sorgenfreies Paket, wenn man alles aus einer Hand will, wenn man reduziert das Ganze mit einem Gerät machen möchte. Dabei ist auch diese Fernbedienung von Audiolab. Wie so häufig ist das wohl eine Fernbedienung, die auch andere Geräte von Audiolab hier bedienen kann. Und hier gibt es eine Geschichte dazu. Als ich den geschickt bekommen habe und aufgebaut habe, schließe ich den an, setze mich hin und will hier lauter leiser machen und ganz normal bedienen. Und es hat sich absolut nichts gerührt. Und dann schaue ich mir das an, muss ich hier irgendwas einstellen auf der Fernbedienung? Und ich bin absolut nicht darauf gekommen, obwohl ich mir richtig den Kopf zerbrochen habe und auch kurz gegoogelt habe. Ich habe dann äh, bei dem Vertrieb angerufen und er hat mir schnell weitergeholfen. Äh, jetzt, wo ich es weiß, ist es natürlich easy. Hier unten ähm, über dem Audio Lab steht Device und ihr könnt da wählen zwischen CD, A und M. CD ist klar, CD Player. A müsst ihr aktivieren, wenn ihr eure Amp bedienen wollt und N ist wohl für einen Netzwerk-Player, denke ich mal. Ja, jetzt ist klar, aber ich habe schon ganz schön blöd da äh, geguckt. Ansonsten gefällt mir diese Fernbedienung auch recht gut. Die ist äh, hochwertig gemacht. Man hat oben drauf, ja, eine oben ist es Aluminium, hinten dran ist es äh, Kunststoff und die Knöpfe, ja, die fühlen sich eigentlich auch sehr gut an, sind aber auch aus Kunststoff, also nur oben drauf hier diese Einlage habt ihr aus Aluminium. Das Ganze ist solide und vom Design her zeitlos, muss ich sagen. Ja, wenn es nochmal ums Design äh, gehen soll bei dem 9000A, ähm, ich sehe den Verstärker ähm, irgendwie auf einem äh, schicken Lowboard oder einem Sideboard, ähm, wo einfach nur vielleicht dieser Amp schön flach und dezent draufsteht nebendran moderner plattenspieler vielleicht vielleicht ein, ein reger p3 oder so irgendwas ja auch schön flach und äh, kantig gehalten passend hierzu mit äh, zwei schönen zwei wege boxen dazu so stelle ich mir das irgendwie im Einsatz vor. Dementsprechend ähm, war das jetzt nicht der Verstärker, den ich hier für mein Setup gewählt habe, denn ähm, es braucht ja für mich in dem Fall nicht dezent zu sein und ich nutze auch mit liebend gerne meine separaten Phono-Vorstufen. Klar, das ist dann einfach alles äh, nochmal was anderes. Und aus diesem Grund ähm, bleibt der nicht hier bei mir im Setup. Aber das ist ja natürlich wie immer kein Grund, dass dieser Verstärker äh, nicht ein absolutes fantastisches Gerät wäre für jemanden, der eben ähm, nach sowas sucht. Ich möchte nur noch ähm, über den Klang berichten. Ich finde, er spielt die Musik relativ äh, linear und auch neutral, wenn ich das so sagen kann. Das ist ein Verstärker, so habe ich das Gefühl, der ist nicht versucht, sich äh, irgendwo besonders hervorzutun. Ähm, er koloriert nichts, äh, versucht hier nicht irgendwie zu zeigen, was er kann, sondern er bringt das Ganze relativ äh, neutral und äh, linear. Ja, also, er versucht nicht irgendwie den Klang zu beeinflussen und anzugeben, sozusagen, sondern schleift eigentlich so durch, wie er es bekommt und wie es der Lautsprecher dann eben kann. Ich habe auch, obwohl das ja bei mir eher die Seltenheit ist, weil er es eben an Bord hat, auch mal das Streaming genutzt. In meinem Fall aktuell noch über Spotify, natürlich auch in der. Höchstmöglich einstellbaren Qualität und ähm, auch das hat er mit Bravour gemacht. Verbindung per Bluetooth war überhaupt gar kein Problem. Äh, hat wunderbar funktioniert und äh, ich finde, das ist auch eine solide klangliche Leich Leistung, dass das Deck da macht. Ähm, sicher für viele auch im Grund, ähm, sich für dieses Gerät zu entscheiden. Ich finde, klanglich ist es ähm, kein Verstärker, den man so anschließt und ähm, irgendwie ein besonderes Erlebnis ähm, passiert, wenn man ihn zum ersten Mal hört, dass man denkt: oh, wow, äh, der macht aber diesen, oh, klasse und, und, und fantastisch. Nein, das Gefühl hatte ich nicht. Ähm, was aber bedeutet, ja, was ich eben gesagt habe, dass er das Ganze ähm, irgendwie gleichmäßig macht und ohne äh, Koloration, sage ich mal. Und wenn man dann aber ein bisschen länger mit dem Verstärker Musik hört und auch mal äh, zwischen den Genres wechselt und sich mal auf ein ganzes Album einlässt und auch äh, in einer gewissen Launstärke die Musik genießt, dann kommt äh, plötzlich äh, die Stärke an. Und zwar, dass er allem ähm, Raum gibt, sich zu entfalten. So, so, konnte, ich das, so konnte ich das sagen. also es war einfach wunderbar, sich auf die Gesamtheit der Musik zu konzentrieren. Ihr wisst hier nochmal, ich kämpfe hier auch immer, die richtigen Wörter zu finden für das, was ich höre. Da hoffe ich immer wieder, dass ihr ein bisschen nachvollziehen könnt, zumindest was ich meine. Also nochmal, wir haben hier wirklich ein All-in-One-Package in dezentem Look. Mit einem Streamer drin, mit USB-Anschluss, mit einer super Phono-Vorstufe, mit einem, wie ich finde, super coolen Display, noch so ein bisschen vintage, wenn man diese analogen VU-Meter einstellt. Das macht dann auch nochmal Spaß so als Plattenfan, also mir zumindest. Und das Gerät liegt preislich bei knapp 2300 Euro. Und wenn man dann mal das so zusammenrechnet, was ein Vollverstärker, eine Phono-Stufe... Und vielleicht ein Streamer ähm, einzeln in einer guten Qualität kosten würde, ähm, dann ist man preislich schnell über dem Gesamtpaket von diesem Audiolab 9000A. Also, wie ich finde, ein spannendes neues Gerät aus dem Hause Audiolab und ähm, für viele glaube ich das richtige Gerät. Ja, ich hoffe, ihr könnt mit meinen Informationen etwas anfangen schaut gerne noch ein paar alte Videos von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann dann.